Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir es geschafft und endlich Hector bezwungen. Wir sind hier auf dem Schiff unseres Feindes Jason, der Argo. Und nun steht nur noch Medea uns im Weg, denn ich glaube, Jason kämpft nicht. Möglicherweise noch ein Demon God Pillar, wer weiß. Wir haben ja beim letzten Mal leider auch gesehen, wie Leaf sich in einen verwandelt hat. Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon nicht unterkriegen und werden uns jetzt hier den Heiligen Gral zurückholen. Auch für unseren verstorbenen Freund Asterius, der sich hier heldenhaft für uns geopfert hat, werden wir die 7 Meere von diesen Monstern befreien. Also, liebe Leute, auf geht's zur finalen Schlacht, oder? Damn it. This is it for me. Well, I did what I could. But at least I leave a parting gift. I will offer your life to the Ark. Oh no! Yes, that is what I expected you would do. What? I of the Uriel! This old man seem. How did you see through it? Oh, I didn't see through anything, but you killed Asterius! That alone was reason enough for me to pay close attention to you, old man! I guess I'm just not cut out to be a villain. I thought I'd at least go out to a big at the end of the world, but your hands are tied when the top is terrible. Stirb, Mann! Kein Mitleid mit dir. Hector! Hector has passed on too. Lord Jason, what shall we do now? Impossible to surrender or retreat. I'm a mage who can only heal and defend. Now, what shall we do? Silence, woman! It's your, my wife. If you're my wife, act like one and think about protecting your husband. Müsste sich umgedreht sein. Yes, of course. I am thinking, master. After all, that's what a servant does. What's that look? Why are you still smiling? Did you understand what the situation means? Ho, 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 Leute, Mann. Wir haben ihn in die Ecke gedrängt. Er ist da kurz davor, hier zu verlieren. Und das bedeutet, wir können uns den falschen Heiligen Gral wiederholen und die Singularität hier beenden. Leute, wir beginnen nun mit der finalen Schlacht von Okeanos. Oh, Leute, Demon God Pillar, ich sag's euch. Ich weiß nicht, wen sollen wir nehmen? Wen nehmen wir hier zum Abschluss nochmal? Sollen wir wieder Drake nehmen? Hat bis jetzt eigentlich nicht immer so gut geklappt. Ryan wäre eigentlich fast besser. Aber egal. Nehmen wir sie. Party können wir eigentlich wieder drin lassen, außer wenn möglich. Sie ist ein Caster. Das heißt, ich muss Riders nehmen. Ich nehme natürlich mein Enkidu. Ah, das heißt, meine Jackie kann ich nicht nehmen. Das heißt, aber ich müsste Mart nehmen. Das heißt, aber ich müsste Enkidu rausnehmen. Und das ist natürlich doof. Das heißt, ich tue erstmal Sansang raus. Tue Mart rein. Muss ja eine Karte rausziehen, dann nehme ich die hier weg. Habe ich irgendeine blöde Karte. Weil das wird jetzt schwer werden. Increase die. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Increase Quick Card Effectiveness. Eigentlich nicht. Das sind eigentlich schlechte Karten. Ich habe keine Ahnung, egal, nehmen wir die. Also, Vlad, obwohl Vlad wäre eigentlich auch nicht, ist auch nicht gut, dass wir mal am Anfang drin haben. Leute, wir tun Vlad erstmal raus. Tun dafür Sansang rein. Das ist unsere erste Verteidigungslinie. Zweite Verteidigungslinie ist dann Vlad. Und Jack. Jack wird es schon schön geschaffen. Ich vertraue dir, Jack. Du hast es bis jetzt immer geschafft. Jetzt ist nur die eine Sache. Ich würde gerne die Karten tauschen. Weil er braucht Noble Phantasm Gain. Und also, er braucht Verzeihung einen Debuff. Und ja, dann nehmen wir lieber das. Zack. Und ich nehme meine andere Kleidung wieder. Weil der Heil, der hier drin ist. Und... Genau, und der Evade. Der Evade ist ganz wichtig. Den brauchen wir. Ich weiß nicht, was das Ding drauf hat. Also, Leute, starten wir nun mit der großen Schlacht hier um Okeanos. Auf für zum letzten Gefecht der Golden Wind. Verzeihung, Golden Hand. Lass uns loslegen, David. Wait, before that, I have a question for Jason. Who gave you such an idiotic idea as sacrificing Ariel to the Ark? That's none of your business! Oh, I think it is. After all, if you had sacrificed her, the world would have been destroyed. What? Of course, that box brings death. To offer it a divine spirit is completely insane. This era is unstable to begin with. It would have killed the era itself. Ridiculous lies! There can't be!
That's why I'm asking you. Das war auch immer meine Frage, Leute. Wer... Wieso macht er das? Will er auch die Menschheit auslöschen? Sacrificing a divine spirit will grant infinite power. Who tempted you with that promise? Was it Hector? Medea? Medea? He's lying, isn't he? Sacrificing a divine spirit to the Ark would have granted me powers and invincibility, right? I mean, that's what he told me. It's no lie. After all, the death of an era brings complete destruction. If the world is destroyed, your enemy will cease to exist. See? That makes you invincible, no? You people lied to me? That doesn't serve my purpose at all. I was finally going to create my ideal nation. One where everyone respects me. A true utopia where all my content and there is no war. Was this trial not for that purpose? Was it not to give me a second chance? That is a dream that never come true, Lord Yazon. It is beyond you. You'll never be an ideal king. Even if your heart truly wished for peace, your soul is hopeless twisted. You cannot make your dream come true, not in the manner of that you desire. You will only realize your fate the moment you obtain what you truly desire, then crush it with your own hands. What? What? What are you talking about, witch? What does a woman who was holed up in a rule shrine know? I was born the son of a king, but my uncle robbed me of my throne. I was forced into the care of a centaur. Even while suffering that indignity, I became resourceful. I built the Argo and gathered a crew of heroes. So what part of me? Where am I lacking the qualification to be king? I just wanted to take back my own land. I just wanted my own nation. How is it wrong, you traitor? Such a pity. Ever since I was summoned, I have told you nothing but the truth. I am Princess Medea. Prior to being betrayed, I was a witch who blindly believed the one who summoned me. That is why I have protected you all this time. You were chosen by that king. Everything is real. Everything is true. Though there may have been some misunderstandings. For example, I just said I would protect you, yes? But how I will protect you? Huh? This is how. You stop! What are you doing? No! My body is melting! Phew! Oh, holy grail, oh, ultimate vessel granting my desire manifest. Remember, you're one of the 70 demon gods. I shall give you the strength to fight. I shall give you the strength to rise up. Let us fight together for the sake of destruction. Now then, rank up number 30. Sea Fiend, Phonios, use the power to put an end to your journey. Ein Demon God Pella. A Demon God? This is the second time that one of the things mean deities we've seen. Something like that really exists. This is a surprise. What did she just say? Rank number 30, Phonios. She talking about Solomon's Demon Gods? Will we be able to defeat it? I'll hit it. Alright. If I can be hit, it can be defeated. Mesh? This is truly the final battle. Come, get a hold of yourself. Oh, Leute, ich krieg wieder Gänsehaut. You came all this way to slay that thing, didn't you? So hold your head up high. This is it, the final battle. Be brave and laugh your fears away. Say, I have no use for monster. Just give me a pretty crown. What? We just had something awful rare, yeah? The boss that says seriously feminine line? Shut up, you fools. Hide in your cabins. This isn't something you can handle. Anyway, Mesh, just do it and forget what I just said. If you keep hesitating, I'm going to take that second holy grail for myself. Captain Drake. Yes, understood. Master, we shall confirm of the final enemy of this era. Commencing correction. Let's go, Mesh, now. We're gonna win, Mesh. Yes.
Zeit, die Sache zu beenden. Mit einem Lächeln im Gesicht werden wir den Demon God Pillar, den Ursprung der Singularität und einen der Dämonen von Solomon. Hier, das war übrigens, wenn wir hier ein bisschen in der Bibel wieder eintauchen, einer der Söhne von David. Und der Dämonengott Phorneos ist ja, zumindest in Persona 5, deswegen kenne ich ihn, ist als riesiger Rochen dargestellt. Und einer, wie gesagt, der großen Dämonenfürst, die hier Solomon besessen hat. Nichtsdestotrotz, lassen wir uns davon unterkriegen? Nein. Demon God Pillar appears. Und dazu noch mit dir, Lily. Wir haben drei Befehlssiegel, liebe Leute. Wir haben drei Befehlssiegel und wir werden wahrscheinlich jeden einzelnen brauchen. Aber jetzt ist erstmal Zeit aufzuräumen. Also Leute, Triple Rider Kombi, meine guten Friendos. Als erstes mit der Lily alle machen. Die kann heilen. Die ist die Gefahr für unseren Jack. Und danach schauen wir weiter. Oh nein. Alter, alles gut, Gilman. Ja, Judge Gain. I'm burning! Ich hätte das übrigens anmachen sollen. Das hätte ich irgendwie übrigens davor anmachen sollen. Aber wir warten nochmal. Können wir nämlich danach nochmal machen. So. Marti, Mut. Du bist aktuell meine Dämmstehe. Du musst dieses verdammte Fink bezwingen, Mann. Ich habe keinen Bock, dass es hier den blinden Status-Boost macht. Alter! Das Viech zerstört uns so hart. Drake ist jetzt schon down. Alter Falter, Mann, ist das furchtbar. Wir krepieren hier. Dieses Ding ist viel zu mächtig, Mann. Ich habe gar keine Chance, Mann. Wir haben doch nicht mal mit der Lily irgendwie was angetan. Bullshit! Reiki! Bin ich jetzt nochmal dran? Ich bin dran! So, ich muss hier nur 76.000 Leben abziehen, dann ist alles gut. Ha! Oder? Ich habe meine Befehlszauber für den Fall der Fälle. Also einmal können wir Glück haben. Einmal können wir es schaffen. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Wir krepieren hier so hart, Mann. Ich könnte mein Noble Fantasy. Ach, weißt du was? Ich hau einfach mein Noble Fantasy raus. Verdammte Bier! So, du gehst nämlich jetzt down, Mann. Hast den armen Jason betrunken. Ich wusste doch, dass man mit dir auch mit ihrem netten, lustigen Aussehen niemals trauen kann. Alter, Mann. Das war zwar schön Schaden, aber trotzdem viel zu wenig. Lord! Aber ich bin wieder dran. Alter, wir krepieren so hart, Mann. So hart, Mann. Also. Nummer 1. Nummer 2. Komm, Vlad. Ich will. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Echt, Mann. Das kann doch nicht sein, dass wir die eine nicht mal töten können, Mann. So schlecht. Aber Vlad. Miststück. Ich hätte mir einen richtigen Servant mitnehmen sollen. Also nicht einen richtigen, nicht falsch verstehen, aber einen von meinen super guten Servants hier. So, ach komm, Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Ich kann doch nur drei Mischkarten ziehen. Bullshit, Mann. Ja, dann mach halt irgendwas, Mann, Mensch. Ich hätte mir einen kleinen Servant mitnehmen sollen, so einen Level 90er Servant, dann wäre das deutlich leichter geworden.
Hätte ich nicht meine ganzen guten Befehlszauber opfern müssen. Ja, und jetzt ziehe ich natürlich... So schlecht, Mann. Es ist so schlecht, Mann, was ich alles ziehe, Mann, in meinen Karten. Wisst ihr, wenn ich mal drei Jack-Karten hier ziehen würde, dann wird es natürlich ganz anders sehen. Drei Sansan-Karten. Ich meine, das Ding, das steht ja, Mann. Zack, 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 zack. Der geht schon irgendwie down. Also nicht, wie gesagt, wir werden hier einmal sterben, Mann. Aber ist in Ordnung. Bitte nicht Jack. Ist in Ordnung. Schau es mir einfach nur böse an. Also, Nummer 1. Sollte lang. Danke, Mann. Über eine, die funktioniert ja, liebe Leute. Verdammte Drecksmedia, jetzt geh halt endlich mal down, Mann. Noble Fantasy Minus und, das geht mir richtig hier aus Herz, Mann. Aber komm, zack, zack, zack. Weg. So. Bitte jetzt, bitte jetzt nicht mehr stitten. Bitte jetzt nicht mehr stitten, bitte nicht mehr stitten, bitte nicht mehr stitten. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay, ich bin dran. Ich bin dran. Na ja, gut, das kannst du mal alles mir wurscht. So, also, zack. Ach komm, Mann! Wir haben halt so hart Pech, Mann. Aber egal. Lassen wir uns davon unterkriegen? Nö. Wie gesagt, wir haben einmal unsere Befehlszauber, mit denen können wir uns wieder erwecken. Dann werden wir das schon schaffen, weil jetzt, wo die Medea weg ist, wird es natürlich deutlich leichter. Mesh ist down. Jackie überlebt aber die Runde. Oh, sie zieht sich nur zurück. Ja, ja, ja. So. Keine Ahnung, tut er sich hochbuffen? Ist mir echt wurscht. So, zack. 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 Unendlich Crits, das meine guten Freunde. Bisschen wenig, aber in Ordnung. So, wir haben ihn eh schon auf 100.000 Leben runter. Zack, 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 zack. Dang! Fast haben wir es überlebt, aber nur fast. So, alle meine drei Befehlszauber aktivieren, Mann. Use Command Speech. Opfer doch hier kein Sankwort. So. Yo. Für irgendwas müssen wir die haben. Round number 2 begins. Müssen wir zum allerersten Mal einsetzen. So. Und das Geile ist, zack. Sansan. Mat, mat. Und die Drakey Bakey. Und jetzt räumen wir nämlich auf, mein guter Freund. Jetzt. Jetzt haben wir. Jetzt fangen wir richtig nämlich an zu spielen. So. So. Planlos aus, geht's hier raushauen. Nein. Von wegen Plan. Oh, der 100% Critical. So, also. Zack. 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 ニムの人を守りし者、流星となれ。やろうども出番だよ。嵐のようにワイルドハントの始まりだ。 Ich habe keine Ahnung, wie sie so stark sein kann, dass sie einen Demon-God-Pillar einfach so wegschleudern kann.
in einem Berg. Keine Ahnung, wie meine Sansang das macht, aber ich finde es awesome. Leider nicht unser bester Kampf. Wie gesagt, das war halt auch wirklich der Nachteil, weil ich halt mich geweigert habe, auf einen Support-Servant zuzugreifen, der ja irgendwie Level 90 ist halt von meiner Freundesliste oder einfach so. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Wir mussten zwar die Befehlszauber einsetzen, aber ich denke, das ist mir eigentlich wurscht, man. Hauptsache, ich habe es geschafft, Mann. Sansang hat es gut gemacht, Mädel. Ich würde mal sagen, mit diesem Sieg über den Demon God Pillar können wir uns erstmal verabschieden. Und beim nächsten Mal geht es dann hier zum Finale von Okeanos. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.